Boah, Leute, ich sag euch, Jan Böhmermann ist brandgefährlich. Der Typ verbreitet Lügen, Hetze und Propaganda. Und das alles finanziert von euch. Ich sag's euch, wie es ist, der Typ löst bei mir Brechreiz aus. Und deshalb sprechen wir heute über drei Gründe, warum Jan Böhmermann mich körperlich abstößt. Bei Gio Unzensiert, wie immer, ganz ohne Woke-Filter. Und los! Wisst ihr, wofür man in Deutschland Preise verliehen bekommt? Für Frauenhass, Hetze und linke Propaganda. Und wer wird dafür ausgezeichnet? Natürlich der einzigartige, der unverwechselbare Jan Böhmermann. Die Atomwaffe des linksideologisierten Umerziehungsfernsehens. Hier zu sehen, wie er im März 2023 den Grimme-Preis für sein Hass- und Hetzeformat ZDF Magazin Royal entgegennimmt. Das er augenscheinlich nur ins Leben gerufen hat, um Menschen zu canceln und mundtot zu machen. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Und das alles auf unseren, also ja, auch euren Nacken. Hallo Zwangsgebühren. Danke ZDF und ARD. Leute, ich halte mich eigentlich für einen sehr umgänglichen Menschen. Aber bei dem Typ vergeht mir einfach der Appetit. Und deshalb jetzt. Grund 1 dafür, dass Jan Böhmermann mich körperlich abstößt. Jan Böhmermann verbreitet Frauenhass. In einer Folge aus dem Dezember 2022 ist Superfeminist Böhmi sich nicht zu schade, mal eben alle Frauen, die sich seiner Denkweise und seinem Mansplaining partout nicht unterwerfen wollen und unverschämterweise ihren eigenen Kopf haben, als Scheißhaufen zu bezeichnen. Aber hey, hört selbst. Tief durchatmen und los. TERFs sind ziemlich unangenehme, sehr laute Leute. Schauen Sie mal in die Kommentare unter diesem YouTube-Video oder was hier rund um den Hashtag TERFs los ist bei Twitter oder bei Facebook oder bei Instagram. Gucken Sie einfach mal TERFs. Nicht zu verwechseln mit TERFs, das ist Englisch für Scheißehaufen. Wobei, obwohl können Sie eigentlich ruhig verwechseln. Und damit nicht genug, hetzt er auch noch ausgerechnet gegen Alice Schwarzer. Das ist diese Dame hier. Wir kennen sie alle, sie ist eine der prominentesten und einflussreichsten Feministinnen aus Deutschland. Sie hat sich übrigens schon leidenschaftlich für die Rechte von Frauen eingesetzt, als Böhmermann noch in den Windeln lag. Ich meine, ey, man muss sie ja nicht lieben, aber sie mal eben im Nebensatz ganz nonchalant zur anti-queer-feministischen Nazi-Ollen erklären, holla die Waldfee, Böhmi, das ist unverschämt. Ihr glaubt, ich übertreibe? Tue ich aber nicht. Seht selbst, was Böhmer männlich gelesen über Schwarzers feministische Zeitschrift Emma bzw. über ihre Leser sagt. Woher hat die AfD eigentlich solche pfiffigen transfeindlichen Argumente? Selbst Radikalfeministin Alice Schwarzer warnt vor einem Transhype als Bedrohung weiblicher Selbstbestimmung. Ihre Zeitschrift Emma hat jüngst die Schicksale von Frauen, die durch Geschlechtsumwandlungen schwer gelitten haben, zum Schwerpunktthema gemacht. Zu Recht. Guck mal an, Nazis lesen und Nazis lesen Emma. Oh Mensch, da hat er ja wieder einen rausgehauen. Ganz lustig. Und noch eine Frau bekommt Böhmermanns volle Ladung Frauenliebe und Feminismus ab. Ironie off. Nämlich Marie-Louise Vollbrecht, deutsche Doktorandin der Biologie an der Humboldt-Uni. Und ja, die hat einen Vortrag darüber halten wollen, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt. Männlein und Weiblein. Was übrigens stimmt. De facto. Ich meine, klar, es gibt auch ganz viel, was sich dazwischen bewegt und wir haben natürlich Gender-Identität und so. Keine Frage, das soll an dieser Stelle auch niemandem abgesprochen werden. Aber es gibt biologisch zwei Geschlechter. Das sagt nicht ich, das sagt die Biologie. Sorry. So, sieht Jan Böhmermann halt anders. Offenbar hat der irgendwie irgendwann noch heimlich Biologie oder Schlauologie studiert. Jedenfalls sagt er Folgendes. Hier, die Meeresbiologin und Twitter-TERF Marie-Louise Vollbrecht mit einem gestreamten Vortrag gegen Transmenschen. Ja, Laien oder Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen, dann ganz, ganz oft zu der, irgendwie diese Idee in den Kopf gesetzt bekommen, dass es, wenn wir Gender und Sex vermischen, dass es da irgendwie noch mehr als zwei gibt. Aber es gibt nicht mehr als zwei. Es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter, verbreitet ja, Marie-Louise Vollbrecht im Netz. Dass sie dafür die Zeit hat, die promoviert doch eigentlich gerade über elektrische Fische. Natürlich ist es längst wissenschaftlicher Konsens. Es gibt sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter. Nur weiblich und männlich ist zu wenig. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. In der Biologie ist das inzwischen anerkannt. Transmenschen waren immer schon da. Wie Schwule oder wie Lesben, Bisexuelle oder Heteros. Jan? Niemand hat das nachgewiesen. Das sind Hashtag Fake News. Und abgesehen davon, was soll die Hetze gegen Heteros? Ist es das neue Ding unter euch woken Kids?
Heteros. Das Fatale ist, dass Marie-Louise Vollbrecht daraufhin mit schwersten Shitstorms konfrontiert wurde und sogar physisch angegriffen. Bei einer Veranstaltung in Leipzig wurde sie nämlich von Böhmi-Jüngern geschubst, bedrängt und hat nach eigenen Aussagen sogar einen Ellbogen in die Rippen bekommen. Wie wir in diesem Twitter-Post hier lesen können. Da steht, ich wurde geschubst und habe einen Ellbogen in die Rippen bekommen, beim Reingehen inklusive Schäm-dich-Rufe. Beim Verlassen haben mich 20 Menschen in die Mitte genommen. Mir geht es gut, die Situation war aber maximal bedrohlich. Ach ja, Leute, das ist Feminismus. Beziehungsweise, nee, Moment mal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bekomme da irgendwie eher krasse Anti-Feminismus-Vibes. Und zwar ausgerechnet von dem Typen, der in den öffentlich-rechtlichen Medien als Woka-Superhero bezeichnet wird und Preise dafür verliehen bekommt, Frauen als Scheißhaufen zu bezeichnen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Jan Böhmermann behauptet, links zu sein, lebt aber selbst wie die Made im Speck. Das hier hat Mr. Robin Hood im April 2022 noch auf Twitter gepostet. Hier steht, hä? Wieso gehört am Ende alles immer reichen Wichsern, die machen können, was sie wollen? Keine Ahnung, Böhmi. Aber ey, sag mal, wie viel verdienst du denn nochmal beim ZDF? Wie war das? 651.000 Euro dieses Jahr plus Mehrwertsteuer? Ach, nächstes Jahr steigt dein Gehalt sogar nochmal auf insgesamt wie viel? 713.000 Euro? Wowie! Wie ihr wisst, gönne ich wirklich jedem seinen Luxus und ein Leben im Überfluss. Aber wie authentisch ist es bitte, in diesem Ausmaß Wasser zu predigen und dann selbst Wein zu saufen, sich selbst über den Umgang mit Gebührengeldern im öffentlich-rechtlichen Sektor beschweren und dann selbst auf einem Vermögen sitzen wie fucking Dagobert Duck? Links ist das jedenfalls nicht mehr. Grün vielleicht. Grün wählen muss man sich heutzutage ja auch leisten können, wie wir wissen. So, ihr Lieben, bevor wir zum dritten und vorerst letzten Grund kommen, warum allein der Name Böhmermann mich schaudern lässt, schauen wir, wie es in Berlin so um die allgemeine Böhmermann-Stimmung steht. Bleibt dran, denn der letzte Grund ist der, den ich persönlich am schlimmsten finde. Gleich. Und vorher, was haltet eigentlich ihr von dem Typen? Schauen wir zusammen rein. Tachchen, meine Lieben. Heute sind wir mal nicht im Westen unterwegs, sondern im Osten. Der hat einfach so viel Hate abbekommen in letzter Zeit. Da dachten wir, spread some love. Und wir reden über Jan fucking Böhmermann. Mal gucken, was die Leute hier im Osten so von dem halten. Let's go! Ja. Kennt ihr Jan Böhmermann? Ja. Der nennt Frauen, die sagen, es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter, nennt er TERF und sagt, das kann man ruhig verwechseln mit Scheißhaufen. Ist das in Ordnung? Nee. Nee. Heißt er über einen Scheißhaufen? Ist das in Ordnung? Es ist nicht in Ordnung. Der ist jemand, der Frauen als Scheißhaufen bezeichnet, die sagen, es gibt nicht mehr als zwei Geschlechter, biologische. Stimmt ja auch. Eben Männer und Frauen, also ja. Entweder hat man was oder man hat nichts dran, also, ne? Siehst du mein zufriedenes Lächeln? Kennst du Jan Böhmermann? Ein Dönermann. Böhmermann. Ein Dönermann. Böhmermann. Dönermann. 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 Es ist so ein Satiriker, der so Satire macht und unter anderem Frauen als Scheißhaufen bezeichnet, die sagen, es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter. Ist irgendwie ein bisschen frauenverachtend. Guten Tag, die Herren. Ihr wollt sicher kurz mit uns reden. Oh doch, ich bin mir ganz sicher. Es geht um Jan Böhmermann, komm schon. Jan Böhmermann, der Frauen Scheißhaufen nennt, die sagen, es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter. Gibt's denn mehr als zwei biologische Geschlechter? Ich hoffe nicht. Ich liebe den Osten, ich wohne jetzt hier. Hat hier irgendjemand eine Wohnung? Hallo? Es ist immer wieder interessant zu erfahren, was ihr so ganz unzensiert denkt zu gewissen Themen. So, kommen wir nun zu Punkt 3 auf meiner Liste. Jan Böhmermann behauptet doch tatsächlich Satiriker zu sein. Dabei ist er doch ziemlich eindeutig Propagandist. Wisst ihr, Leute, ich habe neulich erst wieder meine Rundfunkgebühren gezahlt und dachte mir, dass man das mittlerweile eigentlich niemandem irgendwo auf der Welt mehr erzählen kann, dass ich in Deutschland dazu gezwungen werde, Zwangsgebühren zu zahlen für einen Typen, der, und ich muss es an dieser Stelle tatsächlich nochmal erwähnen, mich dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Scheißhaufen beschimpft und generell gegen alle Andersdenkenden und nicht Woke-Linientreuen, die sich von seiner Linkspropaganda nicht einlullen lassen wollen. Er schreckt beispielsweise auch nicht davor, unsere Gesellschaft zu spalten. Ist ihm egal. Ich bin einfach angepisst, weil wir wegen der ganzen vielen Ungeimpften wieder Shows ohne Publikum machen müssen. Mann, du Armer! Wow, spaltet die Gesellschaft, spaltet die Gesellschaft. Gespaltene Gesellschaft ist mir scheißegal, solange alle geimpft sind. Hier ist das Set. Wir reden heute nicht so viel über Corona, nicht so viel über Covid-19. Lassen Sie uns dieses Thema abhaken. Lassen Sie uns lieber über die Leute reden, wegen denen wir diese vierte Welle da dreht. Wir.
Guck mal, was für eine freundliche Seele das ist. Oh. Findet es irgendjemand noch lustig? Also ich nicht. Aber, und das ist das Perfide an der ganzen Sache, Jan Böhmermann ist uncancelbar. Warum? Weil er eine perfekte Exit-Strategie hat. Immer wenn es ihm zu heiß wird, heißt es, ich bin Satiriker und Satire darf das. Immer wenn er sich im Ton vergreift oder Fake News verbreitet, die null faktenbasiert sind, heißt es, hey, ich bin doch nur ein kleiner Comedian, nehmt's mir nicht krumm. Bullshit. Jan Böhmermann ist brandgefährlich, weil er mit seiner ideologischen Linkspropaganda sehr wohl meinungsbildend ist und Leute mobilisieren kann, wie wir am Beispiel Marie-Louise Vollbrecht gesehen haben. Der Typ hat mittlerweile ein ganzes Rechercheteam, das quasi nur arbeitet, um Menschen aus ihren politischen Ämtern zu schubsen. Siehe der Fall Schönbohm. Arne Schönbohm, der Ex-BMI-Chef, wurde nämlich entlassen, nachdem Böhmermann ihm in seiner Satire-Sendung unterstellt hat, über einen Lobbyverein einer Firma nahezustehen, die ihrerseits eng mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung stehen soll. Klingt erstmal gar nicht nach Satire oder Comedy, sondern nach ziemlich üblen Unterstellungen, die sich im Übrigen dann auch noch als haltlos herausgestellt haben. Aber selbst wenn, ey, was hat das in seiner Sendung zu suchen? Schönbaum fordert übrigens deshalb mittlerweile 100.000 Euro Schmerzgeld vom ZDF. Ich frage mich mittlerweile einfach nur, was denkt dieser Böhmermann-Typ, wer er ist? Der Superdetektiv der Nation? Er nimmt sich ja sogar raus, darüber entscheiden zu wollen, wer in Deutschland noch zu Polit-Talks eingeladen werden soll. Beispiel Markus Lanz, beziehungsweise es ging um die Sendung von Markus Lanz. Schauen wir zusammen rein. Ich finde es schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite sehen. Genau, und wenn Jan Böhmermann das schwierig findet, dann dürfen wir das halt alle nicht mehr machen. So ist das. Ungefähr so argumentieren, glaube ich, auch Vierjährige. Und es gibt Meinungen, die sind so durchtränkt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von Dingen, die nichts damit zu tun haben, und zwar ersichtlich, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen. Jan, bitte. Also, Ernst, du stellst mir jetzt hier die Frage. Das ist schon krass, Leute, was er sich da rausnimmt. Tut mir leid, Jan Böhmermann. So geht man nicht mit Menschen um. So geht man nicht mit Frauen um. Und so geht man nicht mit marginalisierten Gruppen um, die du ja eigentlich schützen willst. Du kannst dich meinetwegen weiter als der linke Befreier inszenieren, aber am Ende bist du nur ein Mensch, der damit Geld verdient, anderen zu schaden. Du bist kein Menschenfreund, sondern du bist der Menschenfeind. Punkt. So, ihr Lieben. Das war meine Abrechnung mit Jan Böhmermann. Das war meine wöchentliche Portion Opposition. Seid nächste Woche wieder dabei bei der nächsten Folge Due Unzensiert. Liked und teilt das Video mit allen, die es unbedingt sehen müssen. Kommentiert fleißig, gerne auch mit Themenvorschlägen. Bis nächsten Donnerstag. Tschö mit Ö.